Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal und zwar mit Pine, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und zwar ist es ein Open World Adventure Action Spiel, ein Indie Game. Und es geht darum, dass wir halt überleben müssen, dass wir handeln müssen, dass wir kämpfen müssen. Ja. Und wir heißen Q. Hu, keine Ahnung, Hu. Und ja, in dieser Welt gibt es wohl auch viele, viele Kreaturen, die uns natürlich intelligent überlegener sind als wir. Wir müssen Sachen craften, wir müssen, ja, keine Ahnung, müssen gucken, dass wir eine neue Heimat finden. Ja. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich kenne dieses Spiel noch nicht, aber ich dachte mir, ich spiele einfach mal ein etwas älteres Spiel. Es ist von 2019, glaube ich, tatsächlich. Und ja, ich glaube, ich könnte aber auch ein bisschen lauter für euch machen. Immer. Ja, Musik ist ja scheißegal. So. So ist, glaube ich, okay. Die Musik finde ich ist immer so ein bisschen Nebensache tatsächlich. So. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe auch mal wieder nicht gespoilert, aber das ist mal was ganz anderes. Und ja, wir erkunden jetzt hier einfach mal so ein bisschen die Welt. Also wir sind auf jeden Fall Hugh. Ich nenne jetzt einfach mal Hugh. Weil Hugh finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Vor allen Dingen mega cool gemacht. Wir können springen. Können wir hier hochklettern? Nope, oder? Halte zum Springen. Ach, zum Sprinten. Ah, ich habe Springen gelesen. Okay, Sprinten. Huhu. Wir können sprinten. Und wir können hier mit den Bewohnern sprechen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Also ich habe noch wirklich absolut einfach gar keine Ahnung. Aber wir können hier einen großen Tannenzapfen aufsammeln. Oh ja. Cool. Ist hier noch irgendwas, was wir aufsammeln können? Auf jeden Fall sieht das hier schon mega, mega geil aus. Richtig, richtig schön. Ja, so, dann werden wir jetzt mal hier mit wer auch immer er ist, sprechen. Mesp. Wie geht es dir? Ach, Kahn heißt er. Ich konnte gerade schon wieder nicht lesen. Können wir nochmal mit ihm sprechen oder ist das denn das gleiche? Okay. Okay. So, ist das jetzt unser bester Freund? Hier ist Oma. Na, zusammen Spaß haben hört sich doch gut an. So, sprich mit Maler. Okay. Ich spreche mit Maler. Kommen wir denn hier hin? Oh, hier können wir wieder was aufsammeln. Stumpffels. Okay. Wo wir denn hier hin? Ich falle hier bestimmt gleich runter. Nee. Ah. Okay. Wieder ein Stumpffels. Wer weiß, wofür wir das alles brauchen. Achso, nee, hier sind wir wieder am Anfang, ne? Nee. Ah, hier sind wir wo ganz anders.
Okay, dass wir hier oben in Sicherheit sind. Ich laufe auch völlig falsch. Okay, hier stürzt wohl irgendwie die Klippe zusammen, wo drauf die wohnen. Aber ich denke mal, hier hinten kommen wir wahrscheinlich später eh nochmal hin. Okay, ich werde jetzt hier auch nicht mit allen reden. Wenn ich hier lang laufe, komme ich denn da hin wieder? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch. Okay. Sprich mit Maler. Ja, mache ich. Okay, frag. Die haben auch alle ein bisschen sehr spezielle Namen, um ehrlich zu sein. Beim Bau helfen. Okay, ich frage jetzt, ist das mein Bruder? Keine Ahnung. Stahlseile und Stofftuch für die zuversetzliche Befestigung. Ja, kriegen wir bestimmt hin. So, wo müssen wir hin? Da unten. So. Wir müssen ein paar Ressourcen sammeln für die Zeremonie, weil die irgendein Baumhaus bauen wollen. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche Stahlseil. Was noch mehr? Stahlseil. Was ist denn Stahlseil? Ist aus Stahl? Nee. Deshalb wird der Stahlseil dann heißen wie Stahlseil. Wächst ja nicht auf dem Baum. Nee, das ist mir schon klar. Muss noch stabiler sein. Alle können sie diese Feierlichkeit auf jeden Fall nicht erwarten. Du hast eine Idee erhalten. Ideen sind Pläne von Gegenständen, die du selbst herstellen kannst. Rufe dein Menü mit Escape auf und gehe zum Herstellungsreiter, um Ideen herzustellen, sobald du über die erforderlichen Ressourcen verfügst. Jawohl. So. Achso. Nee, muss ich jetzt ja erstmal hier aus den Kisten wahrscheinlich. Oder auf der Kiste das Dings nehmen. Ne? So. Dann muss ich auf. Hier. Fertigen vielleicht? Fertigen, genau. Stahlseil-Idee. Das da jetzt reinziehen. Herstellen. E. Okay, kann ich noch eins machen? Nee. So, Beutel und jetzt habe ich Stahlseil. Okay. So. Auf jeden Fall haben wir hier unser Beutel. Das ist wahrscheinlich unser Inventar. Mhm. Unsere Ziele, die Zeremonie, beschaffe das und Stofftuch müssen wir noch. Frag entweder und immer, wie du beim Bau helfen kannst. Das haben wir ja schon. Ausrüstung, ja, das ist ja das, was ich hier habe. Ich bin hier irgendwie umwickelt mit unendlichen Seilen. Was auch immer das hier ist, das weiß ich noch nicht. Ah, bestimmt das, was wir schon... Alles klar, hier steht zum Beispiel, was ist ein kleiner Stamm. Weichholz, aus dem man eine Vielzahl an Werkzeugen herstellen kann. Wir Menschen nutzen es auf vielerlei Arten und ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderer Gesellschaft auf dieser Insel so ist. Die Ressource kann in allen Gebieten in der Nähe einiger Bäume und Baumstämme finden. Großzapfen, okay. Zapfen gewöhnlicher Nadelbäume. Wir Menschen haben zahlreiche Verwendungen für sie gelernt und wissen ihre Multifunktionalität zu schätzen. Kann in Wald- und Baumnähe zu finden sein. Bisschen schwerer zu finden. Ein gewöhnlicher Felstyp, der für die Herstellung von Vielzahl von Werkzeugen verwendet wird. Die Felsen hier sind einfach zu hart, ganz zu lösen. Einige Fragmente aber kann man leicht absplittern.
wie diese nützliche Ressource in allgemein gewonnen wird. Wie diese nützliche Ressource in allgemein gewonnen wird. Kann in jedem Gebiet mit Klippen und Felsen gefunden werden. Geflochtener Faden, mit denen man Objekte beim Herstellen von Gegenständen zusammenbindet. Wir Menschen binden damit Sachen zusammen. Ist nicht wahr? Okay, aber hier haben wir Fortbewegung. Wenn ich Left Shift gedrückt halte, ja, das kennen wir ja schon. Space ist sprinten, Hindernisse zu überspringen. Wenn ich nur einmal Left benutze, spurte ich in eine beliebige Richtung. Zweimal benutze, aber länger nicht abholen. Okay, alles. Zell. Das haben wir noch nicht. Heimat. Oh. Okay, und fertigen haben wir ja jetzt hier gerade gemacht. So. Dann auch zu der anderen. Oh, hier können wir wieder was mitnehmen. Schrottmoos. Schottermoos. Oh Gott, ey. Was bin hier heute los? Schottermoos. So. Hallo, sprech mit mir. Hast du noch eine Stofftücher fürs Baumhaus? Ich fürchte, ich habe zu viel mit der heutigen Wäsche zu tun. Ich bin immer beigebracht, wie man selbst Stofftücher herstellen kann. Vielleicht kannst du das denn für... keine Ahnung und will mal machen. Jawohl. Wie den Stofftücher. Okay. Dafür muss ich Schottermoos und was ist das? Morgenheu. Okay. So, dann öffnen wir das mal wieder. Fertigen. Stofftuch. Herstellen. So. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder zu den Beinen zum Baumhaus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also bis jetzt gefällt mir das schon ganz gut. So von der Grafik finde ich schon ganz cool. Ja. Bin auf jeden Fall mal gespannt. So, interagieren. Omi ist auch da. Hoffentlich reicht das dann auch. Muss reichen. Unsere Bäume sind nicht so schnell gewachsen, wie sie sollten. Deswegen wird Maholz auch bald knapp werden. Vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, die Lande unter uns zu erkunden. Wir werden nicht ins Außengebiet gehen, um mehr zu finden. Wir alle wissen, dass das völlig außer Frage steht. Ja, es war wahrscheinlich so, alles das, was die kannten, war gut. Und alles, was halt außerhalb der Komfortzone ist, ist wahrscheinlich irgendwie ja schlimm oder blöd. Wie auch immer. Genau, wie auch immer. Bei der heutigen Festigkeit dreht sich alles um die Fertigstellung dieser wunderbaren neuen Baumhauses. Lass uns das hier mal fertig machen und mit der Feier anfangen. Ju, ich kann deinen Bruder nirgends finden. Könntest du ihn dazu bringen, auch zur Feier zu kommen? Er hockt wahrscheinlich in seiner Ecke und malt diesen ganzen Unsinn zusammen. Jo. Okay, finde Amam. 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 Er sitzt irgendwo in einer Ecke. Okay, aber wird mir auch angezeigt, wo ich ihn finde. Da hinten. So, das nehmen wir nochmal wieder mit. Wer weiß, wofür das alles gut ist. Hallo, Bruderherz. Hi. Nanya, I'm here. Wir haben den ganzen Tag lang Baumstämme schleppen lassen, deshalb habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe da unten wohl noch eine von diesen weiße schleimige Kreaturen gesehen, wobei die Augen genug zusammenkneift. Nein, danke, ich passe. Wegschauen sollst du niemals, denn es gibt so viel zu erkunden und zu sehen. Naja, nicht wenn es nach Maler und Gray geht. Wer, die haben nur ihre Baumhäuser und Zeremonien im Kopf. Es muss doch noch mehr auf dieser Welt geben als das hier, oder? Nur, es gibt doch ganz viel zu entdecken. Ach ja, wegen der Zeremonie. Sie fängt schon bald an und ich soll dich für sie holen. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe doch diese merkwürdige Konstruktion gefunden, weißt du noch? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufbekommt. Ich weiß nicht. Mir ist klar, was Maler darüber sagt, zu zweit von zu Hause wegzugehen. Ach, jetzt komm schon. Wir haben vor der Zeremonie doch noch ein bisschen Zeit. Wir treffen uns am Ernteplatz. Wenn du fertig bist, dann zeige ich es dir. Da bin ich ja mal gespannt. Aber Erdeplatz, Entschuldigung.
Auf jeden Fall echt cool hier. Und da hinten brennt ein Lagerfeuer. Noch eins. Kann ich runterfallen? Ich möchte es gar nicht ausprobieren eigentlich. Kann ich schwimmen? Oh, ich kann schwimmen. Cool. Hui. Hui. Kann ich eigentlich da runterfallen? Ich kann springen. Uhu. Oh, schade. Ich dachte, ich kann da runterspringen. Das wäre voll cool. Das wäre echt voll cool. So einfach im Wasserfall runterspringen. Ui. Oh, sieht echt so mega cool aus. So. Was möchte er mir denn jetzt? Huch, was will er mir denn jetzt zeigen? Interagiere. Jawohl. Ich wusste, dass das dich interessieren würde. Naja, ich mache das nur für dich. Wir wollen noch schnell was essen, bevor wir unsere Erkundung machen. Schnappt ihr was von den Magayama-Amps? Keine Ahnung, da drüben. Da wird ja deine... Das würde deine Kräfte in Mut zurückbringen. Sammel und es ist etwas Magayams. Behalte auf deinen Abenteuern deine Energie im Auge. Jede Aktion erschöpft deine Energie ein bisschen mehr. Essen ist deshalb für die Effizienz unerlässlich. Deine Energie kannst du mit jeder essbaren Nahrung der Spielwelt auffrischen. Halte deinen Gegenstand an deinen Anheftslot, um ihn für ein schnelles Häppchen auszuwählen. Dieses machst du durch Halten von Q. Essen kannst du während des Spiels durch schnelles Anwählen. Vor allen Dingen, deine Energie kannst du mit jedem essbaren Nahrung der Spielwelt. Oh, mal extra so betont, Spielwelt. Ja, ich halte gleich Q gedrückt. Okay, so, jetzt Q gedrückt. So. So, Happenpappen. Gibt's hier noch was zu essen? Rotweizen. Okay. Hier sind noch diese. Hier nennen wir sie einfach Beeren. Können wir hier noch was nehmen? Ist hier noch irgendwas Schönes zu entdecken? Ja, der Anfang ist halt immer so ein bisschen schwer, finde ich, von neuen Spielen. Gerade wenn man noch nicht wirklich geguckt hat, wie das Spiel geht, wie das funktioniert, was man machen muss und so. Aber das finde ich halt einfach so mega, mega cool, gerade bei solchen Spielen. Also gut, dann lass uns mal sehen, was wir finden können. Bevor Maler ihren steinalten Kopf gedreht hat. Achso, sind wir schon wieder zurück. Das letzte muss zwei Schüsseln von Malers Eintopf essen. Oh, wie? Ich muss essen. Den Eintopf von ihr. Das hört sich irgendwie. Okay, wo sind alle lang gelaufen? Hier unten? Wo ich hier unten lang? Ah. Oh. Auf in ein neues Abenteuer! Eine Höhle. Ist hier noch irgendwas Schönes zu entdecken? Nee. Okay. So. In Ordnung ist es hier. Hier ist es. Ich habe ein paar Büsche entfernt und dann dieses runde Ding da hängen gesehen. Dann bin ich darauf gekommen, dass wir es wahrscheinlich mit irgendetwas treffen müssen. Werfen hat aber nicht geklappt. Schau mal, deshalb habe ich diese Steinschleuder gemacht. Die Ehre der Durchführung überlasse ich dir. Mal sehen, was passiert. Oh, ich habe eine Steinschleuder, na toll. Du verfügst jederzeit über einen Nahkampf- und Fernkampf-Slot. Über X kannst du zwischen den beiden wechseln. Okay. Gut. Also mit dem rechten Mausbutton kannst du deine Fernkampfwaffe ziehen und sie mit links abfeuern. Okay. Oh, ein Wunder, das Tor geht auf. Wow. Ja, wow. Lass uns mal sehen, was wir finden. Aber man warte. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, ne? Aber. Auch keine normalen Namen nehmen können. Das sind komische Namen. Aber auch nur, weil wir die Namen nicht gewohnt sind, ne? Was ist der denn da?
Kann ich hier noch lang? Ja, kann hier noch lang. Boah, lassen wir ihn da mal sein. Ich kann hier doch nicht lang. Ich wollte gerade sagen, lassen wir ihn mal da sein. Was auch immer, Ritual da führen und ich gehe meinen Weg, aber nein. Okay. Einmal Schattenboxen, Schattenkämpfen oder was? Schau mal. Das sieht wie ein echtes Abenteuerwerkzeug aus. Da ist noch eins. Du solltest es dir schnappen. Kiefernholzschwert. Alles klar. Sieh nur, wenn du das ein paar Mal durch die Luft schwingst, wirst du echt stark aussehen. Wenn du eine Nahkampfwaffe ausgerüstet hast, kannst du über linke Maus einen leichten Angriff ausführen. Okay. Erstmal X drücken wahrscheinlich. Ich kann hier wahrscheinlich die... Wenn du es ein bisschen hinter deinen Kopf hältst und dann den Schlag loslässt, wird das ein viel stärkerer Angriff. Okay, wie macht das jetzt? Linke Maustaste zum Ausholen für einen... Oh. Zwischen Angriffen könnten wir außerdem gegen das Ziel treten. Und dann können uns diese schleimigen weißen Kreaturen gar nichts anhaben. Na, da bin ich mir nicht so sicher. F, um einen Tritt auszuführen, der Feind von den Füßen holt. Okay. Alles klar. Wäre es, wenn wir Sturz und Schläge kombinieren? Unendliche Möglichkeiten. Warum ist das hier viel zu lernen, ey? So, links Shift und dann linke Maustaste um ein... Was? Das hier Shift? Das Shift? Dann linke Maustaste. Ja, das ist doch Shift. Ich habe eine englische Tastatur und ich check das hier gerade irgendwie nicht. Es ist doch Shift. Hä? Drücke kurz. Shift links und dann linke Maustaste. Warte, was ist denn aber das da? Hallo? Zu blöd dafür. Ich bin gerade einfach zu blöd dafür. Okay. Hä? Hier irgendwelche komischen Spannbewegungen. Aber irgendwie nicht das, was... Ein bisschen Schwertkampf. Ja, mach ich doch. Aber nur normal schlagen. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat irgendwie funktioniert. Schau dir das mal an. Alter, was macht er denn? Wie geil ist er denn bitte? Einfach so voll so crazy dagegen. Shit. Ich weiß nicht, wie ich diesen Stichangriff... So in Ordnung. Ja, alles gut. Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Hoppla. Das war aufregend, aber jetzt muss ich hier raus. Kannst du irgendeinen Ausgang erkennen? Dies ist eine Holztür. Daneben hängt eine kurze Notiz. Links, links, rechts. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal, was ich finden kann. Links, links, rechts. Okay. Ja. Verrückt auf jeden Fall. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Auf dieser Seite bin ich auch eingeschlossen. Was hast du nochmal gesagt? Auf dieser Notiz steht eigentlich nur links, links, rechts. Okay.
War das nochmal? Konzentriere dich mal ein bisschen, kleiner Bruder, links, links, rechts. Okay, warte mal, links. 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 Rechts. Es hat geklappt. Wollen wir mal gucken, ob ich deinen jetzt auch auf, ob ich deinen jetzt auch aufbekomme. So. Hallo, großer Bruder. Du Trottel. Puh, ich bin froh, dass wir hier rausgekommen sind. Was meinst du, wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Na klar, auf ins nächste Abenteuer. Ich weiß nicht, Armand, das war schon ziemlich knapp, aber wir sind doch beide hier, oder nicht? Komm schon, lass uns etwas Nahrung essen, falls du noch etwas hast, und dann können wir weitermachen. In Ordnung. Dass er auch einfach immer vorläuft, check ich halt auch einfach nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay. Ja, anscheinend haben wir nicht so viel Bock auf Omas Essen. Kann ich hier rüber balancieren? Ah, natürlich kann ich da nicht rüber balancieren. Gott, was ist das denn? Was ist das? Beten? Schau dir mal das an. Diese Figuren sehen wie Menschen aus. Und die große da. Wow. Sein Abenteuer sein, der aus dem Gebiet gekommen ist. Und irgendwann scheint er wieder gegangen zu sein. Können sie die Menschen von unserer Klippe sein, unsere Vorfahren? Das kann nicht stimmen. Wir sind doch noch nie im Außengebiet gewesen, oder? Naja, wer hätte diese Zeichnungen sonst gemacht haben sollen? Sieht so aus, als hätten sie diese Höhle hinter sich verschlossen. Verstehst du nicht, was das bedeutet? Das heißt, dass es irgendwann Menschen im Außengebiet gegeben hat. Wir können eines Tages dorthin zurückkehren. In diesen Landen muss es doch noch mehr geben als die schrecklichen Kreaturen, von denen man uns erzählt. Wir wollen Mala erzählen, was wir gefunden haben. Und ich glaube, wir sollten besser schnell zur Zeremonie gehen. Geh du schon mal vor, ich will das hier noch ein bisschen länger anstarren. Ich schließ gleich zu euch. Ist schon krass, ne? Also ich finde das immer so krass. Also kennt ihr den? Ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Es gibt auf jeden Fall so einen Film. So ein Zeichentrick oder Comic, keine Ahnung, nee, Zeichentrick ist das ja. Eine alte Notiz da steht. Okay. Die sind auch sag mal, so Höhlenmenschen und die kennen auch einfach nichts. Und das ist so ein kleines Mädchen und so, das will dann auch nach draußen. Und das ist so krass eigentlich, dass früher die halt einfach dachten, nur das, was die kannten, und dahinter ist einfach nichts. Schon echt verrückt eigentlich. Was für uns halt normal ist, so wir gehen raus, wir fahren durch die Weltgeschichte. Das gab es ja alles da noch gar nicht. Ist so krass eigentlich. So, es ist schon dunkel und Oma haut uns bestimmt gleich. Wo wart ihr? Du? Du bist echt unverbesserlich. Aber den jungen Hugh mitzunehmen? Mutter weiß, was da drin hätte passieren können. Ihr wisst doch, dass ihr das Dorfgebiet niemals verlassen sollt. Tut uns leid, Maler, aber wir haben entdeckt, dass wir. Es interessiert mich nicht, was ihr für einen Unsinn entdeckt habt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr da nicht rein dürft und dass wir im Dorf bleiben sollen. Dorf bleiben sollten. So wie wir es immer getan haben. Aber das ist. Und jetzt zurück zum Dorf mit euch. Ihr kommt jetzt schon zu spät zur Zeremonie. Alle warten doch auf euch beide. Bruder, hat er recht, kleiner Bruder. Da war sie aber gar nicht glücklich drüber. Trotzdem, wir müssen ihr wirklich erzählen, was wir gesehen haben. Es sei denn, sie weiß das vielleicht schon. Sie ist ja schon viel länger hier als wir. Gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Aber zuerst sollten wir schnell zur Zeremonie gehen. Let's go.
Dass er auch immer vorläuft, ne? Ich check es nicht. Warum können wir denn nicht mal zusammen laufen? So, wie war ich hier denn nochmal essen? Oh, ne? Schließ dich der Zeremonie an. Jawohl. Klar, und er ist auch schon 100 Kilometer weitergelaufen, so dass er auch schon als erstes an der Zeremonie ist, alles klar. Er ist ja auch 100 Mal schneller als ich. Und da ist er wieder. Ja! Da bin ich aber gespannt, was das jetzt für eine Zeremonie ist. Wir haben ein Haus. Zeit für einen Topf. Ja. Na, wir sehen ja richtig glücklich aus. Wir haben ja richtig Bock auf einen Topf. Okay, wenn ich noch eine Schüssel von ihrem trockenen Eintopf auch nur rieche, muss ich kotzen. Ich habe keine Ahnung, warum Gray so versessen darauf ist. Sieht doch fast so aus, als interessierten ihn diese Zeremonie nur wegen des Eintopfes. Er verdrückt schon ganz schön viel davon. Jetzt schau dir das mal an. Das nächste Runde Baumhaus aus Holz. Wenn wir mal nicht kreativ sind. Mutter bewahre, dass wir mal zur Abwechslung was Neues ausprobierten. Wenn ich jemals Häuptling werden sollte, dann werden wir das auf jeden Fall ändern. Ja! Wir klatschen noch weiter. Ja! Oh, was passiert? Kommen die Kreaturen? Ne, das Baumhaus stürzt bestimmt. Natürlich. Ach, das war ja, die Klippe stürzt ein und wir haben nichts Besseres zu tun als die Zeremonie. Stimmt. Oh nein. Habe ich denn jetzt eine Gehirnerschütterung? Oh oh. Oh oh. Sind wir tot? Hallo? Oh Gott, was guckt uns denn da an? Ein Elefant? Ein Nasenbär? Oh mein Gott. Oh, bestimmt irgendwas Süßes. Voll so voll im Auge. So, ja, moin. Oh, scheiße. Das? Moin, wer bist du denn? Was ist denn? Oh, wie süß der guckt. Du bist von oben gekommen, oder? Ich habe schon immer vermutet, dass da oben auf dieser Klippe was im Gange ist. Hätte mir nie vorzustellen gewagt, dass es Menschen sein könnten. Gefährlicher Ort, diese Klippe. Hier nennen wir sie Wackelklippen. Und zwar nicht ohne Grund. Ich kann mir den Schock vorstellen, Kumpel, aber du träumst nicht. Wir können beide in der Falle stecken. Komm mit. Okay. Ein Reicher für Abenteuer. Ein Riecher für Abenteuer. Boah, alles klar. Da bin ich runtergefallen und hab's überlebt und mich hat irgend so ein Materialien mitnehmen. Nicht liegen lassen. Wer weiß, wofür das irgendwann mal gut ist. Alter, was ist denn das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Muss ein Elefant sein? Nein. Ein Elefantenzebra? Oder so? Oh, es hat keine Streifen, ne? Ach, das sieht so geil aus, ey. Als das Gepolter angefangen hat. Tut mir leid, aber wer bist du denn? Ott gehört zu den Tambas.
Wir reisen, studieren, praktizieren Politik. Alles klar. Und manchmal stecken wir in der Klemme. Ich muss diese Brücke hier reparieren, um meinen Alpha-Fanden wieder da hochzubringen. Also ich habe da einen Vorschlag. Du hilfst mir etwas machen und Starrseile für die Brücke und etwas Nahrung für mein Alpha-Fanden zu besorgen. Denn sie hat ziemlich Hunger. Das ist auch noch eine Lady. Ui. Als Gegenleistung besorge ich dir was für diese Blockade. Ich glaube nämlich, das wird dein Weg nach oben sein. Sie sieht ziemlich robust aus, aber ich habe gerade erst genau das richtige Ding dafür erfunden. Ein Alpha-Fund. Na klar. Was zu essen? Verrat. Okay. Ja, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ob wir das schaffen, dass wir wieder nach oben kommen und wir Alpha Fanti hier helfen können, sehen wir in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Adios.